Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Der Krieg ist in vollem Gange und ja, es gibt viele Details, auf die wir jetzt achten müssen. Vor allem gibt es auch noch ein paar Rahmenbedingungen, die wir verändern müssen oder anpassen müssen aufgrund der neuesten Entwicklung. Erstmal will ich ein bisschen Übersichtlichkeit herstellen, deswegen werden wir hier mal alles wegklicken, was eigentlich irrelevant ist, was wir schon wissen. Die Entscheidungen lassen wir mal. Die veraltete Ausrüstung interessiert uns nicht. Die Hafenangriffe, die ungelesenen, schauen wir uns nochmal an. Hier haben wir eine Marinebombe abgeschossen, allerdings auch wieder Schaden bekommen. Ja, also Malta ist echt ein Problem. Die Flotte in Malta, die wird hier massiv angegriffen und die fährt, glaube ich, deshalb nicht aus, weil sie halt immer wieder am Reparieren ist. So, die Luftgeschwader ohne Zugewie, das ist auch irrelevant, das ist auch irrelevant. Und der Forschungsplatz, da warten wir ja noch, dass wir Radar haben. Das kann erstmal so bleiben. Gut, was machen wir jetzt? Wir verlieren Treibstoff natürlich, weil jetzt ein Großteil unserer Flotte raus ist. Deswegen werden wir jetzt hier Handel betreiben mit Öl. Und ich denke, die Vereinigten Staaten sind jetzt erstmal unsere besten Handelspartner. Zu diesem Zwecke, zumal die Konvois von dort auch, glaube ich, nicht angegriffen werden. Wir werden mal gleich zwei Zivilfabriken dafür einsetzen. Und wir sehen auch direkt hier sehr schön diesen neuen Weg, der jetzt hier dadurch entsteht. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben in letzter Zeit einige schwere Jäger produziert. Die könnten wir eigentlich hier auch mal hinzufügen als neues Luftgeschwader. Das machen wir mal. Das sind diese Blenheims, genau. Das wird jetzt hier ein neues Geschwader. Wir erhöhen das gleich mal auf 100. So, das dauert jetzt eine Zeit, sie aus der Reserve dort zu verlegen. 2 Tage allerdings nur. Dann stehen sie dort zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob sie uns da helfen werden. Mal gucken. So, als nächstes eine große Sache, denn wir beginnen jetzt mal damit, unsere Dominions, also hier um Streitkräfte zu bitten. Beginnen wir mal mit Indien und hier Streitkräfte anfordern. Wir sehen, sie haben insgesamt 29 Divisionen. Okay, wow, dann finde ich es für angemessen, dass wir 20 Divisionen erbitten. Und die haben wir jetzt auch zur Verfügung. Wäre ganz cool, wenn sie uns mal alle anzeigen. Ah, schaut mal, Doppelklick. Wie war das? Das ist ja eine sehr hilfreiche Sache. Nee, aber Shift-Klick. Ja, dann sind alle markiert. Ist ja perfekt. Das ist hervorragend. Dann werden wir die strategisch verlegen. Und zwar erstmal zu einem Hafen, von wo sie dann später eingeschifft werden. Ich denke, Bombay ist ein ganz guter Punkt. So, da werden sie jetzt alle hinmarschieren. Diese 20 Divisionen, wie gesagt, die dienen dann dazu, hier vielleicht anzulanden. So, als nächstes werden wir Folgendes machen. Wir werden als nächstes wo anfragen? Wir fragen als nächstes bei Malaysia an, wobei die uns ja schon was gegeben haben. Halt, Quatsch. Streitkräfte anfordern. Die haben auch nur noch 2. Dann ist das soweit in Ordnung. Hier können wir allerdings die malaiischen Truppen eigentlich auch nutzen. Ich würde mal sagen, wir hören mal hier mit dem Training auf und werden diese 3 malaiischen Brigaden tatsächlich jetzt hier verlegen nach Kuala Lumpur und dann auch nutzen für den Einsatz. So, dann können wir natürlich fragen bei Australien. Also Streitkräfte anfordern. Die haben 10 Divisionen, da finde ich 7 Divisionen angemessen. Okay. Halt, hier haben wir auch noch nicht zugewiesene Divisionen. Ach so, das sind... Ah, ja, ja, ja. Die muss ich natürlich jetzt noch in eine Armee bringen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hätte ich gleich machen sollen. Ich will jetzt einfach nur erstmal die australischen Einheiten. Hier haben wir schon mal 4. Die verlegen wir hier nach Darwin. Strategisch. Und dann haben wir weitere 3, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Die bringen wir per Schiff dorthin. Gut, soweit. Und dann haben wir noch Neuseeland, von denen wir Streitkräfte anfördern können. Die haben 9 Divisionen. Ich denke mal, hier fordern wir 6 ein. Als Beitrag.
Und diese sechs werden sich alle in Wellington einfinden, um von dort eingeschifft zu werden. Hervorragend. So, die müssen wir natürlich dann auch noch irgendwie organisatorisch zuweisen. Das ist ganz klar. Ich glaube, ich habe jetzt niemanden vergessen. Südafrika wollte ich ja nicht. So weit, so gut. So, warte mal, diese Befehle sind alle gegeben. Das läuft. Hier mischen wir uns erstmal nicht ein. Hier oben läuft immer noch der Angriff der Franzosen, den wir jetzt nicht unterstützen werden. Wir werden da tendenziell, glaube ich, in die Defensive gehen. So, dann denke ich, hier finden auch Flottenkontakte statt. Wir haben hier Luftwaffe. Vielleicht können wir hier tatsächlich mal was machen. Wir werden die Jäger nehmen und hier versuchen, tja, Luftüberlegenheit oder Abfang. Ich denke mal, vielleicht Luftüberlegenheit hier herzustellen. Und dann nehmen wir hier noch unsere taktischen Bomber und ja, wir haben hier keine Marinebomben. Nehmen wir mal die taktischen, um hier Marineangriffe auszuführen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so überwältigend, aber es ist, wie es ist. Gut. Tja, Malta hat noch nicht Nachschub bekommen. Dann so weit, so gut. Dann habe ich noch gesehen eine Sache hier mit dieser Escort-Flottilla. Da habe ich, glaube ich, auch den Fehler gemacht, dass ich hier erst die Verlegung hätte durchführen müssen, bevor wir sie dort zuordnen. Deswegen beende ich mal den Geleitschutz, bringe sie dorthin. Und ich bin fast im Übrigen am Überlegen, ob wir nicht den Ärmelkanal, ob wir den nicht rausnehmen wollen, weil das wird sich vermutlich sowieso die italienischen Aktionen auf diesem Bereich hier beschränken, vermute ich mal. Insofern lassen wir das einfach mal, den Ärmelkanal raus. So, und dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht unsere eigene U-Boot-Flotte, die jetzt nicht sonderlich modern ist, aber eigene Aktionen hier durchführen könnte. Und ich frage mich, ob wir das nicht von einem französischen Hafen aus machen können. Deswegen verlege ich sie mal hier rein und bringe sie dann auch hier in dieses Mittelmeerkommando. Ja. Wenn die dort sind, müssen wir ihnen dann entsprechend die Befehle geben. Gut, soweit. Ich denke, dann können wir erstmal weitermachen. Gucken wir mal, wie sich das jetzt mit dem Benzin entwickelt. Hat sich hier was geändert? Es geht immer noch dramatisch runter. Scheint nicht zu reichen. Ich weiß es nicht genau. Hafenangriff schon wieder. Ja, das ist nervig. Mit 48 Marinebombern beschädigen die immerzu unsere Schiffe. Also wir sind hier in einer schwierigen Situation in diesem Hafen, weil die Italiener hier eindeutig Luftüberlegenheit haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen mit den Flugzeugen, die wir dorthin gesandt haben. Mal gucken. Was mich gerade ein bisschen nervös macht, habe ich das mit dem Treibstoff hier nicht richtig gemacht? Oder was ist das? Reicht das nicht? Es reicht scheinbar mit Abstand nicht. Sehen wir hier den Handel? Hm. 48 täglicher Zugewinn. Hm. Ich glaube, wir müssen noch mehr reinholen. Es müsste aber hier mal eine Veränderung geben. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas nicht stimmt. Na gut, wir haben Radar abgeschlossen, liebe Leute. Die Fähigkeit, feindliche Bomber zu orten wird entscheidend für unsere Kriegsanstrengungen sein. Wir dürfen keine Kosten und Mühen scheuen, um die Radartechnologie weiterzuentwickeln und ein Netzwerk von Ortungsstationen entlang der Küste zu errichten. Luftwaffe bekommt weitere Erfahrung und wir bekommen Forschungsbonus für Radartechnologie, die wir dementsprechend auch gleich anwenden werden. 83 Tage dauert das daher nur und wir brauchen natürlich den nächsten nationalen Schwerpunkt und da haben wir gesagt, jetzt kommt das Misstrauensvotum, jetzt kommt Churchill hier zum Einsatz. Okay, aber wie ist das mit dem Treibstoff? Warum funktioniert der Handel nicht oder wird er erst nach einer Zeit wirksam? Hm. Also definitiv importieren wir.
Das ist dramatisch zu wenig eigentlich. Wir verbrauchen 189 aktuell. Wir müssten viel, viel mehr Öl importieren. Das ist natürlich bitter. Das geht alles auf unsere Zivilfabriken. Okay. Dass das so krass sich dann auswirken wird. Ah, jetzt verändert sich auf jeden Fall oben der Wert. Müssen wir mal gucken. So, was ist hier los? Weitere Hafenangriffe. Das geht hier immer weiter. Die Frage ist, ob es nicht irgendwo klüger ist, die Flotte vielleicht komplett hier rauszunehmen. Wir warten mal noch, bis hier alle unsere Fliegerstaffeln angekommen sind, die wir hier verlegt haben. Ansonsten nervt mich das etwas. So, und was ist hier los? Aha, eine französische U-Boote greifen hier eine große Flotte der Italiener an. Und ein Seegefecht findet hier statt. Allerdings erst einmal nur mit unseren Screening-Schiffen. Ich weiß gar nicht, ob sie hier reingehen in diesen Kampf tatsächlich. Der Gegner zieht sich zurück. Das heißt, unsere Screening-Flotte hier geht hier erfolgreich sogar in ein Gefecht. Das ist nicht übel. Aber das geht aufs Benzin. Aber wir sehen, wie es jetzt hochtickt immerhin. Die Zeit spielt erstmal wieder für uns mit. Okay, wir gehen mal hier zurück. Das ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Also wir haben hier an drei Standorten feindliche Flotten geortet. Da, da und da. Und hier findet eine Schlacht statt, aber das Glück wendet sich. Unsere Schiffe verlassen jetzt auch den Ort des Geschehens. Nun gut. Es gibt schon wieder einen Hafenangriff. Schon wieder wurde dort was beschädigt. Wann sind denn hier endlich? Aha, jetzt sind unsere ganzen Flugzeuge da. Aber möglicherweise genügt das hier nicht. Ich schicke mal die Jäger raus und ich schicke mal die schweren Jagdflugzeuge raus. Und zwar hier ist, glaube ich, Abfangen jetzt das Wichtige. Und hier gibt es noch die Möglichkeit, mehr Bodenpersonal einzusetzen. Ein Effizienzboost. Geben wir den mal rein. Dann gucken wir mal, ob wir hier der Sache irgendwie Herr werden können. Ja, okay. Gut. Halt, nebenbei, warte mal. Was ist eigentlich hier? Aha, die ist noch nicht da. Aber bald. Dann müssen wir uns auch um die kümmern. Und wie ist hier der Stand der Dinge? Die Franzosen sind hier stark unter Druck. Wir sind immer noch nicht auf unsere Rückzugslinie zurückgekommen. Während er sich hier zurückziehen musste, weil er komplett vernichtet wurde, so wie es aussieht. Nee, das müssen wir erstmal abwarten, den Rückzug. Ja, dann geh du mal dorthin. Gut, wie sieht es eigentlich an der Front Italien-Frankreich direkt aus? Da kommt es gar nicht zu Konflikten. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass die Franzosen hier nicht durchstarten. Na gut, ich meine, das sind befestigte Stellungen in den Bergen. Aber mir scheint es so, als wären sie überlegen dort. Bin mir nicht sicher, aber sieht auf den ersten Blick so aus. Okay. Hier gibt es irgendwo neue Gefechte, die hier reinkommen. Was ist hier los? Auch hier erstmal nur Screening-Flotten, die gegeneinander stehen. Und hier oben, hier dieses Gefecht, aus dem wir uns zurückziehen. Soweit, so gut. Und hier sind die Franzosen und Portugiesen am Start, aber nur mit U-Booten. Sind unsere U-Boote hier schon am Einsatzort? Nein, sind sie noch nicht. Unsere Hauptflotte, wo bewegt die sich jetzt eigentlich hin? Das ist vielleicht jetzt mal wichtig. Und was ist mit unserer. Ah, die Channel Force ist auch endlich hier. Oh ja, das ist wichtig. Die müssen wir jetzt auch in Richtung Angriffstrupp bringen, dass sie jetzt auch zum Einsatz kommt. Ja, und die Malta Fleet, die wird immer weiter beschädigt, wie wir es sehen, durch Marinebombardierung. Aber mal gucken, ob unsere Flugzeuge jetzt hier was erreichen können. So, bleiben wir vielleicht mal bei unserer Hauptflotte hier, die jetzt möglicherweise zum ersten Mal auf den Gegner trifft. Ja,
Das ist der Fall, aber nur auf U-Boote. Beziehungsweise, nein, die Gegnerflotte, die haben wir hier. Jetzt, das sind, oh, das ist deren, deren Screening-Flotte. Hier haben wir ein Flottenschlachtergebnis. Genau. Was ist hier passiert? Drei italienische Handelskonvois sind versenkt worden. Immerhin, immerhin. Gut, soweit. Dann geht es weiter. Ah ja, die Schattenplanfabriken nehmen Betrieb auf. Die sorgfältige Vorbereitung unseres Schattenplans, um den Wandel unserer Zivilfabriken in Kriegsfabriken zu erleichtern, haben sich nun bezahlt gemacht. Die neuen Fabriken arbeiten schon jetzt sehr viel effizienter, als man das in dieser kurzen Zeitspanne hätte erwarten können. Das war die Geschichte, die wir einmal durch den politischen Baum gemacht haben. Welch weise Voraussicht, sehr schön. Wir haben vier neue Militärfabriken bekommen, die wir vermutlich jetzt auch belegen müssen. Und das bringt mich dazu, hier mal zu gucken. Also, Flak und Pack ist kein Thema. Artillerie sieht nur so aus, als wäre es kein Thema, aber wir haben ja eine neue Artillerie. Ich glaube, das ist jetzt hier noch nicht berücksichtigt, dieser ganze Ersatz. Was jetzt hier steht, ist gewissermaßen erstmal direkt, um überhaupt die Basisstärke zusammenzubekommen. Deswegen haben wir hier den größten Mangel im Bereich Zusatzausrüstung und motorisiert, so wie es aussieht. Also werden wir, glaube ich, in dem Bereich hier auch weiter investieren. Warte mal. Motorisiert ist hier unten. Ah, dann gebe ich hier ein rein und hier bei der Infanterierüstung auch noch ein. Also das ist erstmal Verstärkung, also dass sie überhaupt volle Kampfstärke haben. Nachher geht es noch darum, tatsächlich die modernen Waffen dann auch reinzubringen und zu ersetzen. Das ist dann ein anderes Symbol. Das darf man nicht verwechseln. Gut. Okay, drei Seegefechte sind im Moment hier am Laufen. Das ist die italienische Hauptflotte. Die befindet sich hier. Und was wird mit hier gesagt? Der Gegner hat Luftüberlegenheit. Okay, lasst uns das mal angucken. Der Gegner hat 400 aktive Jäger und wir haben nur 279. Unsere Luftordnung ist deutlich besser. Unsere Missionseffizienz ebenso. Ja, okay, also das sind, ah ja, das sind die 48, ah ja, jetzt verstehe ich. Das sind die 48, die immer unseren Hafen angreifen und die werden beschützt durch 400, die hier auf Luftüberlegenheit gehen. Und wir haben sozusagen zwei feindliche Flugzeuge abgeschossen, aber das waren, glaube ich, nicht diese hier, sondern das waren die Schiffe. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen hier einfach unsere Jagdsituation, unsere Jäger verbessern. Die Frage ist, ob diese Missionen hier eigentlich was bringen. Ich vermute ehrlich gesagt eher nicht. Ich glaube, wir brechen die ganze Geschichte ab. Und wir werden unsere Jäger auch hier nach Malta verlegen, weil dort scheint jetzt irgendwie die Luftschlacht stattzufinden, die entscheidende. Also bringen wir sie dorthin. Und dementsprechend, ich meine, wir können ja mal hier die anderen fliegen lassen. Ich hoffe, das wird jetzt verlegt, ne? Wir können, warte mal, wir müssen aber die Mission, glaube ich, abbrechen. Das ist, glaube ich, wichtiger. Luftgeschwader, genau, das abbrechen. So, und ich lasse mal diese Marineangriffe hier weiterfliegen, auch wenn kein Jägerschutz da ist. Ich will mal sehen, ob die dort überhaupt Jäger einsetzen. Ich habe das Gefühl, die massieren hier alle Jäger. Okay, soweit. Ich wollte eigentlich hier unsere Hauptflotte verfolgen, die tatsächlich jetzt hier im Kampf ist. Der Gegner versucht, sich zurückzuziehen. Ich hoffe, wir... Ah, die Franzosen sind auch dabei. Ich hoffe, wir können hier bisschen Schaden machen. Wäre erfreulich. Gut. Ist jetzt unsere U-Boot-Flotte da? Nein, noch nicht.
Ja, der Gegner zieht sich weiter zurück, aber hier haben wir noch unbekannte Schiffe, die sich erneut nähern. Jetzt ziehen wir uns zurück. Okay, was ist jetzt passiert? Gegner hat Luftüberlegenheit 4. Das kennen wir schon, das ist nichts Neues. Irgendwo eine neue Seeschlacht, die begonnen hat. Die haben wir schon gesehen. Ach, eine Adria wieder. Ja, alles klar. So, und was ist hier? Das Deutsche Reich bietet uns Leihpacht an mit 6 Konvois. Und zwar monatlich Karabiner und Maschinenpistolen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt die welchen Technikstand das ist. M39 klingt relativ modern. Wir nehmen das mal an. 6 Konvois ist ja auch ein Zeichen, dass sie hier auf unserer Seite stehen. Das finde ich jetzt durchaus bedeutsam, was jetzt hier passiert. Okay. So, wie sieht's aus? Die Verlegte ist dort noch nicht angekommen. Doch jetzt sind die in Bereitschaft. Dann bringen wir sie jetzt auch raus, um hier auf Abfangen zu gehen. Dann sind wir hier bei 479. Ja. Na, mal sehen, ob das genügt. Ich bin gespannt. Gut. Was haben wir hier? Die Sowjetunion will Leihpacht anbieten. Das lehnen wir ab. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und unsere Hauptflotte ist immer noch hier in diesem Kampf. Oh, schaut mal, jetzt. Jetzt kommen aber hier die Leihpachtangebote rein. Britische Malaya, Südafrika. Südafrika lehnen wir ab. Neuseeland, Britisch-Indien, die Kanadier, Belgien, die Niederlande, Portugal und Australien. Ne? Gucken wir mal. 11 Konvois für 87 grundlegende Infanterieausrüstung. Ich glaube ehrlich gesagt, das klingt, als wäre es veraltet und wir sind. Ja, ich meinte, wir brauchen schon noch was, ne? Was machen denn die anderen? 42 Konvois für 416. Oh Gott. Australien. 253, 31 Konvois. Ach komm, das nehmen wir mal an. Portugal. Keine Ahnung, was das ist. Wir nehmen es an. Ich glaube, das ist alles. Dann haben wir hier. Die Niederlande nehmen wir auch mal an mit 3 Konvois. Belgien, Zusatzausrüstung motorisiert, sehr schön. Hier bin ich nicht ganz sicher, ob ich das mache. Kanada, auch mit Zusatzausrüstung. Ja, klar, ich meinte, es ist immerhin ein Zeichen gegen die Faschisten. Neuseeland, 18 Konvois. 605, ich meine, wir haben die Konvois. Komm, warum nicht? Nehmen wir den Kram an. Das wird schon irgendwie sinnvoll ankommen. So, Treibstoff ist nach wie vor ein Problem. Vermutlich müssten wir technologisch hier was machen. So, jetzt haben wir erstmal ein Ergebnis einer Flottenschlacht. Und wir haben einen Zerstörer hier versenkt. Mit was für einer Flotte eigentlich? Ach, das war vor allem die französische Flotte, unsere Screening-Flotte, die hier dabei war. Okay, also keines unserer Schiffe, ein gegnerisches Schiff. Immerhin. Und die nächste Flottenschlacht ist vorbei. Oh, das ist mal ein richtiger Erfolg, liebe Leute. Das ist mal ein richtiger Erfolg. Sehr schön. Wir haben 11, also 10 Zerstörer und ein U-Boot des Gegners versenkt. Okay, das stimmt mich jetzt optimistisch, dass wir das hier bewältigen können. Und es sieht so aus, als ob die Hafenbombardierungen auch im Moment ihr Ende finden. So, die Franzosen bieten uns auch was an. Nehmen wir auch an. Und wir haben noch ein Flottenschlachtergebnis hier hinten. Das ist verloren worden. Portugiesische Konvois wurden von italienischen U-Booten erwischt. Ja, ich ahnte. Ah ja, warte mal. Wir sind ja jetzt auch mit dem hier wieder da. Das ist ja auch nochmal wichtig. Das müssen wir. Geleitschutz. Da sollten wir jetzt dann höher als 49% demnächst mal kommen. Weitere ungelesene Flottenberichte. Warte mal, wo sind sie? Hier. Hier haben wir leider 2 Zerstörer verloren.
Das waren 55 U-Boote aus einem noch Marinebomber und drei. Oh, okay. Hier hatte der Gegner einiges zusammengezogen. Und ja, das war's. Gut, liebe Leute, dann machen wir zum Schluss mal noch Folgendes. Wir werden hier, die Flotte ist jetzt hier angekommen, wir werden hier jetzt mal neue. Nein, das wollte ich gar nicht. Alter, bitte da bleiben. Abbrechen das Ganze. Stopp, 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 stopp. Bleibt mal bitte im Hafen. Wie kann ich das abbrechen, Leute? Nein, nicht in den Hafen. Ihr sollt einfach hier ab. Es gibt doch hier eine Abbrechenfunktion, oder? Halten. Gut, was ich eigentlich machen wollte, ich wollte hier die neuen Missionsgebiete zuweisen, dieser Gesamtflotte. Und das müssen wir doch eigentlich mit Rechtsklick machen. Genau. Das. Diese Geschichten werden wir rausnehmen. Und dann bekommen die jetzt hier die Aufgabe, die beiden zu patrouillieren. Und das wird entsprechend die Angriffstruppe für den Bereich. So, wie sieht jetzt hier der Stand der Dinge aus? Wir haben uns jetzt plangemäß hinter den Fluss hier zurückgezogen, auch ins Gebirge und versuchen jetzt hier die Stellung zu halten. Hier oben machen die Italiener keine großen Anstrengungen, hier vorzudringen. Es sieht so aus, als ob sie erstmal diese Gebiete erobern wollen. Und würde ich auch machen an ihrer Stelle, weil die Franzosen kann man hier komplett umschließen und vernichten. Tja, wie sieht es hier an dieser Front aus? Hier ist es ruhig, aber liebe Leute, die Franzosen sind weg. Die haben vermutlich hier aufgegeben. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier nicht wohl. Ich werde unsere Truppen hierhin zurückziehen nach El Alamein. Dort werden wir erstmal Stellung halten, solange unsere eigenen Hauptexpeditionseinheiten von den Inseln nicht dort angekommen sind. Ansonsten, hier scheint es tatsächlich keine Bewegung zu geben, keine Konflikte dort. Ganz merkwürdiger Krieg an dieser Stelle. Überall tobt der Krieg, aber nicht an dieser schwer bewaffneten Grenze. Gut, liebe Leute, wir machen dann erstmal Schluss. Wie erwähnt, ist das Ganze sehr kleinteilig, ganz klar. Aber ehrlich gesagt, wenn man nicht auf die Details achtet, also mir geht es zumindest so, dann braucht man es auch gar nicht spielen. Habe ich so zumindest das Gefühl. Insofern hoffe ich, dass ihr die gleiche Geduld habt wie ich. Also mir macht es auf diese Art und Weise Freude. Ich möchte genau mitbekommen, was wann wo passiert. Und möchte daraus Lehren ziehen, lernen, neue Strategien entwickeln, also entsprechend Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Ja, also, Staffel ist zu Ende. Ich bin gespannt auf eure Hinweise noch. Vielleicht kann man ja einige Dinge auch übersichtlicher gestalten. Ja, und dann wird die große Frage sein und die große Aufgabe sein, an welcher Position können wir sagen, dass wir hier so weit, sag ich mal, die Kontrolle bekommen haben, dass wir Divisionen aus der Home Guard abziehen. Ich denke, wir werden mindestens 10 Divisionen, vielleicht 10 Divisionen plus 2 Marine, also plus die beiden Royal Marines abziehen. Die will ich eigentlich hier in Ägypten stationieren, um von dort aus hier Druck zu machen und gegebenenfalls hier Druck zu machen, um das Terrain hier vielleicht zu sichern. Weil wenn die Franzosen hier geschlagen sind, dann haben die Italiener natürlich hier großen Freiraum, um dann hier vorzugehen. Und dann müssen wir natürlich die Dominion-Truppen einsammeln. Die sind jetzt hier teilweise schon in Bombay versammelt, noch nicht alle, aber die meisten. Die werden wir hier rüberschiffen und dann von hier unten die Front neu bestücken. Also das ist so ein bisschen der große Plan. Mal gucken, was uns dort gelingt. Und natürlich müssen wir jetzt Stück für Stück hier auf die Kriegswirtschaft umsteigen. Ich denke, hier ist es wichtig, dass die Sachen erstmal laufen, wobei uns jetzt Zivilfabriken fehlen, ehrlich gesagt, wegen des verdammten Treibstoffs. Fehlt uns hier alles zur Reparatur und so weiter, zur weiteren Produktion. Gar nicht so einfach. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.